Hallo Freunde, die siebte Runde steht an beim Women's Grand Prix Turnier in München und ich kann euch sagen, diese Runde hatte es wirklich in sich. Da war Action geboten an allen Brettern so ungefähr. Ja? Wusste gar nicht, welche Partie ich nehmen soll. Ich habe mich am Ende für Giannizze gegen Kaschlenskaja entschieden. Aber ich möchte, bevor wir mit dieser Partie anfangen, euch mal drei Bretter zeigen mit drei kleinen Taktikaufgaben, will ich es mal nennen. Zum einen bei der Partie von Abdulmalik kam diese Stellung aufs Brett. Weiß hatte gerade D4, D5 gespielt, was auch noch der beste Zug war laut Engine. Aber hier kann Schwarz am Zug mehr oder weniger entscheidend in Vorteil kommen. Hier könnt ihr gerne mal eben das Video anhalten, wenn euch das gefällt und eben ein bisschen reingucken. Kleines Taktiktraining. Aber weil so viel los war, zeige ich euch noch eine Stellung. Und zwar von Pumpi Kunero. Die hatte nämlich hier Weiß. Und er hat hier schon einen Springer auf G5 geopfert, den Turm auf E6 gerade gegen einen Bauern geopfert und Schwarz mit dem letzten Zug hat Läufer F3 gespielt, den Angriffsspringer mit entfernt. Und trotzdem, hier kann Weiß am Zug gewinnen. Auch hier gerne kurz das Video anhalten. Die Engine spuckte hier sogar schon matt in 20 aus. Okay, und die dritte Stellung ist eine Partie von Alexandra Kosteniuk. Die hatte mit Schwarz gerade F7, F5 gespielt und die Partie damit eingestellt. Unglaublich. Und ihre Gegnerin hat es leider nicht gesehen. Stand trotzdem gut, keine Frage, aber hier hätte man natürlich auch direkt gewinnen können. Auch hier wieder kurz Video anhalten gerne und schauen, ob ihr es findet. Wir werden die Lösung und die Partie natürlich am Ende des Videos nochmal kurz besprechen, ja, ist ja klar. Aber weil es so viel war, ich musste mich für eine Partie entscheiden und das ist dann hier eben diese geworden. Und damit würde ich sagen, können wir jetzt auch anfangen. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir spielen mit Weiß und ihr seht, es kommt ein Königsinder aufs Brett. Wunderbar. Und die ersten Züge sind jetzt nicht entscheidend. Es gibt natürlich Berge von Möglichkeiten. Ja, Sämisch mit F3, 4 Bauernangriff, die klassische Variante mit Springer F3. Was es hier nicht alles gibt, ja, 4 ein Ketto und. Dieses H3, ist so eine Modevariante, natürlich nicht schlecht. Ne? Was rochiert und wir spielen mit Läufer E3. Weiß verzichtet erstmal auf dieses Springer F3, das zur Makaganov-Variante oder irgendwie so ähnliches führt. Läufer E3 hat natürlich aber eher so ähnliche Ideen, wie wir aus dem Averbach kennen. Ja, vielleicht mal Dame D2 schnell hier sowas machen. Schwarz baut sich mit Königsindisch klassisch mit E7, E5 auf. Alles gut. Wir schließen natürlich das Zentrum, ist ja klar. Und warum ist das klar? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeinen anderen Zug machen und es käme zum Beispiel der Übergang in diese Variante, dann wäre der Zug H3 einfach überhaupt nicht sinnvoll. Ja? Wenn wir dann mit F3 hier irgendwann in E4 decken wollen, zum Beispiel auf Turm E8, ja, dann haben wir natürlich hier sofort so Mega-Löcher. Ja? Das geht natürlich überhaupt nicht. Und deswegen müssen wir hier die Stellung geschlossen halten. Springer A6, ja. Schwarz besetzt mit dem Springer das frei gekämpfte Feld auf C5. Alles gut. Jetzt können wir Springer F3 spielen. Wir haben mit diesem H3 ja auch Läufer G4 verhindert. Warum haben wir damit Weiß Interesse daran, dass Schwarz diesen Springer nicht fesselt? Ganz einfach, der E4 ist angegriffen und den wollen wir mit Springer D2 auch wieder decken. Und dieser Springer, ihr werdet, haltet den mal im Auge. Ja? Der deckt nicht nur den E4, sondern der bereitet auch eine kleine Route vor. Okay, zunächst einmal A5, um gegen B4 gerichtet zu sein. Das sind alles normale Züge. Ja? Weiß entwickelt sich, Schwarz entwickelt sich. Und soweit alles völlig im grünen Bereich. A3 wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, ja? Weil dieser Damenflügel jetzt so ein bisschen festgelegt ist. Okay, aber noch nicht entscheidend. Jetzt kam Springer E8. Und damit annonziert Schwarz so ein bisschen natürlich das Gegenspiel F7, F5. Und ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, ja. Aber in Runde 2 und in Runde 4, oder war es beim Staufer oben Runde 2 und 4 oder 3 und 6? Ich weiß halt nicht mehr alles. Ich mache zu viel Partien in letzter Zeit.
Wir haben uns schon mal mit diesem Königsindisch Motiv beschäftigt. Und ich hoffe, dass ihr alle den Zug G2, G4 jetzt hier versteht. Warum? Ja, wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, werdet ihr es hoffentlich verstehen. Und Schwarz zog trotzdem F7, F5. Ja? Knallhart diesen typischen königsindischen Plan. Und Freunde, schreibt mir bitte in die Kommentare, ja, wenn ihr die anderen Videos von mir gesehen habt, ja, als regelmäßiger Zuschauer seid, dann kommt ihr doch jetzt bitte auf den richtigen Zug für Weiß. Und kommt mir bitte nicht auf die Idee, irgendwie einen anderen Zug zu spielen. Es gibt hier nur einen Zug für Weiß und das ist der, den wir in den anderen Videos schon ja, bis zum Erbrechen quasi ausführlich und intensiv besprochen haben. Alles klar, Freunde. Der Zug ist natürlich E schlägt F5. Damit im Zweifelsfalle dieses Feld E4 irgendwann für die Springer freigekämpft wird. Ja, und gerade wir haben ja diesen Springer D2, ja, wir haben den im Hinterkopf. Natürlich kann Schwarz hier erstmal oder muss Schwarz mit dem Bauern zurückschlagen. Klar. Wenn wir jetzt mit dem Bauern schlügen, käme der Läufer natürlich. Ne? Ich mache mal eben so. Das ist natürlich nicht gut. Es kriegt Schwarz ein Tempo auf die Dame. Wir kriegen unseren Läufer nicht dazwischen, weil der Springer noch da steht, ja, und so weiter. Da würden wir die schwarzen Figuren so ein bisschen rausholen. Aber ist ja auch gar nicht nötig. Wir rochieren einfach lang. Der Damenflügel ist ja hier erstmal geschlossen. Wir wollen uns hier im Zweifelsfalle auf den König konzentrieren. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Schwarz spielt Dame H4. Jetzt gucken wir nochmal, und das ist natürlich auch eine spannende Sache. Warum spielt Schwarz hier nicht E5, E4? Das sieht doch auf den ersten Blick sehr, sehr natürlich aus, seinen königsindischen Läufer hier zu befreien. Ja? Und das ist natürlich ja eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und aber man muss sagen, die Antwort, gut, ich konnte natürlich jetzt nur mit dem Rechner prüfen, ne? Aber so grundsätzlich vom Aufbau her fand ich sehr, sehr logisch, was Weiß gemacht hat. Nämlich, er nimmt hier auf F5, weil dieses Läufer F5 jetzt nicht mit Tempo ist gegen meine Dame. Aber die G-Linie ist aufgegangen. Natürlich, ja, zack, Turm G1, selbstverständlich. Schwarz macht zum Beispiel den König hier zur Seite. Und jetzt den schönen strategischen Zug. Schaut mal, dieser Läufer deckt natürlich hier so ein bisschen den Bauern. Ja, dieser Läufer kann im Zweifelsfall auch die G-Linie schließen. Und dann macht es durchaus Sinn, hier zu versuchen, diesen Läufer abzutauschen. Ja, ihr sagt, oh, hier kommt ein Springer rein. Aber der Springer steht dann da. Nach dem Schach geht der König zur Seite. Was macht der Springer da? Der steht da und steht da. Und macht überhaupt nichts mehr. Ja, und ich weiß, Oktopus-Springer auf der dritten Reihe kann echt nervig sein. Aber hier geht er irgendwie voll am Spiel vorbei, weil alle schwarzen Figuren da oben irgendwie so unkoordiniert stehen, ja, und Weiß einen schönen Angriff bekommt. Wenn Schwarz diesen Läufer nicht tauscht, dann spielen wir natürlich wieder H4 mit der Idee H5 und deswegen wissen wir auch, warum wir jetzt den Turm von D1 nach G1 gezogen haben. Ja. Wir sehen hier, die Türme von Weiß sind auf beiden Linien einsatzbereit. Und als Beispiel nach Springer F6, H5, Springer schlecht G4, Turm schlecht G4. Kann der schwarze Läufer sich wegziehen. Aber jetzt, ich hoffe, wir haben zumindest so ein Gefühl, eine Ahnung. Ja? Selbst wenn wir es nicht bis zum Ende hundertprozentig rechnen können. Aber ein Zug wie Turm G7 kommt hier sicherlich immer in Betracht, den Verteidiger des Königs zu entfernen. Ja? Und jetzt den König zu fragen, wo willst du hin? In die Ecke ist natürlich wegen Läufer F6 mehr als riskant. Und wenn der König hier rausgeht, ja, dann sehen wir einfach, wir schlagen diesen E4. Jetzt haben wir einen minimalen, kleinen, materialistischen Nachteil. Aber der König steht so unsicher, ja. Unser Springer kann hier vielleicht mal reinhüpfen und so weiter. Da haben wir ja, mehr als genug Kompensation in Form von Aktivität gegen diese Königssicherheit. Das soll jetzt nur mal ein ganz kleiner Einblick hier gewesen sein, warum Schwarz hier vielleicht nicht E5, E4 gespielt hat. Schwarz hatte sich für Dame H4 entschieden, ja, um einfach auch zum Beispiel diesen H-Bauern zu blockieren, damit der nicht auch noch ins Rollen kommt. Okay. Turm D nach F1 unterstützt so ein bisschen diesen Bauern hier. Warum das nicht ganz unwichtig ist, sehen wir gleich in ein, zwei Varianten. Schwarz zieht zunächst einmal den König weg und das kann Weiß auch machen, damit
im Zweifelsfalle hier irgendwelche Geschichten nicht mit Schach sind. Okay. Ja, oder hier auf dieser Diagonale der König, dass hier nicht irgendwelche Figuren gefesselt werden oder sonst irgendwas. Deswegen König B1 auch guter Zug. Und nach Turm A6 kommt hier ein guter, ein leicht überraschender Zug. Denn bis jetzt würde ich ja immer sagen, Weiß versucht mit G mal F, ja, die Kontrolle hier über das Feld E4 zu gewinnen. Aber jetzt hat Weiß hier einen richtig guten ausgepackt. Und es war nicht G schlägt F5, sondern er hat hier G4, G5 ausgepackt. Und jetzt auf einmal sehen wir, die schwarze Dame kommt in Gefahr. Er hat hier keine Felder mehr, ja. Kommt hier nicht zurück. Hier sind ja, äußerst wenig Felder. Und auf einmal drohen so Geschichten wie Springer F3 zum Beispiel. Und wenn Schwarz hat hier F5, F4 gespielt. Wenn er also nichts macht, ja, zum Beispiel so, dann spielen wir Springer F3, greifen die Dame an, können uns den Bauern E5 einfach nehmen, weil wir ja hier das Tempo auf die Dame haben. Die Dame kann nicht mal zurück. Ja, wir müssen zurück. Und dann haben wir einfach einen Bauern, einen super zentralen Bauern gewonnen, einen wichtigen Bauern. Können jetzt mit Läufer D4 oder Springer D4 oder wie auch immer ganz normal weiterspielen, aber haben einen Mehrbauern. Ne? Ist eine sehr gute Sache. Schwarz versucht F5, F4. Greift unseren Läufer an und der ist natürlich eingesperrt. Wir haben natürlich noch eine Möglichkeit, den zu retten. Und ich hoffe, den wenigsten von euch fällt es schwer, sich jetzt hier von diesem Läufer zu trennen. Erstens kann der jetzt sowieso nirgendwo anders hin. Aber zweitens hat Schwarz natürlich durch dieses F5, F4 unseren Läufer eingesperrt, aber auch das Feld E4 abgegeben dafür. Ne? Und dieser Springer auf C5, der bewacht natürlich dieses Feld. Und deswegen sollten wir hier keine Probleme haben, den zu tauschen. Schwarz schiebt nach Läufer F5 ein. Jetzt können wir aber Läufer D3 einschieben, weil dieser Springer C5 ja nicht mehr da steht. Tausch, tausch. Und dann haben wir uns das Feld E4 aber mal so richtig freigekämpft, gell? So, und zack, rein damit. Der Springer auf E4 deckt den G5, wir greifen den C5 an und der Läufer auf G7 ist, tja, der, aus dem wird nichts mehr. Ja? Der Bauer, jetzt geht er nicht mehr vor. Okay, Schwarz deckt diesen Bauern, okay. Wir spielen Dame F3, gut. Springer D6 versucht, diesen Springer rauszufordern und greift diesen Bauern auf C4 an. Bleibt die Frage, haben wir ein Problem damit, diesen Springer oder überhaupt einen Springer zu tauschen? Nein, haben wir nicht, denn wir tauschen und haben jetzt die Gelegenheit, den zweiten Springer nach E4 zu stellen. Und dann haben wir einfach dieses extrem vorteilhafte Endspiel Springer gegen Läufer. In der Partie folgte tatsächlich Dame G4. Ja, die Engine gibt fragwürdig, ja, würde ich nicht zu viel Wert drauf legen. Wir tauschen die Dame und jetzt sehen wir einfach das Gut, dass dieser Bauer hier gedeckt ist. Und jetzt muss Schwarz quasi die Dame tauschen, die G, die H-Linie geht auf. Wir haben jetzt immer noch zum Beispiel G5, G6 Geschichten liegen im Raum. Ja, wir haben Springer E4 Geschichten, wir haben die Turmverdopplung hier im Raum. Weiß steht an allen Fronten quasi besser. Schwarz kämpft, indem er sich etwas Platz schafft, das Feld F4 für seinen Turm hier freimacht. Ja, und dann hier vielleicht mal auf Bauern fangen geht. Weiß spielt Turm E1. Wir gucken mal eben. Also grundsätzlich, dieses Turm F4 ist natürlich die einzigste Aktivität, die Schwarz überhaupt hat. Und wir wissen natürlich, Gegenspiel verhindern ist eine ganz wichtige strategische Sache im Schach. Unser Vorteil, ja, dieser Springer gegen den Läufer, dieser Vorteil rennt nicht weg. Dieser G5 rennt nicht weg, dass wir vielleicht mal dieses G6 haben. Na gut, das könnte vielleicht wegrennen, wenn der König zur Seite geht. Aber wenn dieser Turm hier irgendwie aktiv wird, ja, und alle Bauern klaut, wie auch immer, das wollen wir nicht. Und deswegen hat Weiß hier mit Turm E1 einfach nochmal so ein bisschen das Feld E4 kontrolliert, um, das sehen wir gleich, ja, jetzt geht erstmal der König raus. Jetzt können wir mit Turm H3 den F3 angreifen. Und für den Fall, dass irgendwann gleich dieser Turm nach F4 kommt, dann haben wir eben die Option Turm E4, diesen Turm hier zu befragen und zu sagen, ne, bis hierhin, aber nicht weiter.
Ein Turmtausch natürlich ganz schwierig für Schwarz, weil dann ja die einzigen Figuren, die überhaupt noch aktiv werden können, dann getauscht werden. Das macht natürlich keinen Sinn. Jetzt sehen wir auch, dass der Turm hier auch nicht so ganz einfach den A-Bauern im Stich lassen darf. Also schon nicht so einfach. Schwarz rettet den Turm. Das macht Sinn. Weiß zentralisiert erstmal seinen König, bevor es irgendwie zur Sache geht. Ja? Decke diesen Bauern. Ich stehe hier auf E4. Kann hier im Zweifelsfalle Richtung F3 gucken und so weiter. Okay, Schwarz versucht seinen Läufer irgendwie zu aktivieren. Schwarz, ja, gucken wir eben, Weiß greift jetzt diesen Bauern an und Schwarz nutzt die Gelegenheit, weil der Turm von E4 weggegangen ist, wieder den hier anzugreifen. Ja, aber wir wissen ja, ne, auch aus den letzten Videos, dass mal so eine Zugwiederholung ein sinnvolles Mittel ist für Weiß, um ein bisschen Züge zu sparen. Und näher der Zeitkontrolle zu kommen. Deswegen, Schwarz muss wieder zurückgehen. So und so. Und jetzt können wir uns immer noch überlegen, ja, welche Abwicklung wir bevorzugen. In dem Fall hat Nana Springer E4 gespielt. Und endlich ist ein Springer hier auf E4 angekommen, ja, auf dem Traumfeld. Läufer E7. Ja, wir sehen, der Springer deckt ja jetzt auch noch den hier. Weiß gewinnt diesen F3, gibt dafür den G4 ab, okay. Aber ja, dieses Endspiel mit dem guten Springer gegen den schlechten Läufer. Warum ist dieser Läufer schlecht? Weil hier alle Bauern auf Schwarz stehen. Das ist natürlich super, super unangenehm für den Läufer. Ne? Turm H6, greifen wir mal den D6 schon an. Da geht schon los. Der wird gedeckt. Okay, und Turm E6. Und auf einmal, oh, der Läufer. Oh, oh, wohin? Wir sehen, der Turm schneidet den König ab. Auch sehr gut. Deswegen kann der Läufer auch nirgendwo hin. War dann hier so auf der Grundreihe, wäre der Läufer weg. Der König kann den nicht decken. Ja, was tun, sprach Zeus. Also schlagen wir diesen Bauern hier. Und ja, ist natürlich ein Bauer. Und jetzt hat Schwarz potenziell einen Freibauern, aber da muss man natürlich schon viel Fantasie für haben, dass man sagt, ach, der wird so richtig gefährlich. Warum? Weil Weiß früher oder später natürlich mit seinem Springer hier auftaucht, ja, und diverse Ideen hat, den König zu jagen. Und ja, bis dieser Bauer mal wirklich gefährlich wird, ist der König wahrscheinlich schon matt oder Schwarz erleidet Materialverlust. Es kam erstmal Turm F5, greift diesen Läufer an. Der wird gedeckt. Okay, und jetzt schlagen wir auf D6, holen uns den Bauern zurück. Ja, wir sehen, so rein potenziell, jetzt würde. Es geht noch nicht, aber das Motiv Turm F7 liegt in der Luft, weil der Springer jetzt den Turm deckt und dann mit Turm E8 so ein Treppenmatt aufzubauen. Geht leider noch nicht, weil der Turm dann den Springer entfernen würde und unser Turm hängen würde. Aber so vom Prinzip. Demonstriert schon mal, dass der schwarze König doch ein bisschen in Gefahr gerät. Schwarz versucht seinen Turm zu aktivieren. Das macht auch Sinn. Und Weiß sagt sich, ich könnte jetzt hier auf E2 bleiben, dann kriegt der Turm hier irgendwelche Spiele. Aber wo steht mein König dann hier so richtig wirklich sicher? Egal wo ich stehe, ja, sind immer irgendwelche Schachs drin. Und ja, Weiß setzt hier eine Priorität. Er sagt, ich werde dafür sorgen, dass mein König in Sicherheit steht. Und zwar ja, hier am Damenflügel. Natürlich wird er durch Schachs auch erstmal vertrieben, aber wir sehen gleich. Schwarz deckt erstmal diesen Bauern wieder. Weiß schlägt den auf B7, greift auch den A6 an. Verlässt natürlich diesen C4, aber genau das hatte Weiß auch schon vorausgesehen, dass der König jetzt hier eben nach einigen Schachs auf A2 bombensicher steht. Und das ist eben, ja, wir schauen mal, wir haben 4 gegen 4 Bauern, aber der Springer hilft natürlich hier in der Nähe vom König mit, auch diesem D-Bauern jetzt zu pushen, quasi. Der steht ja auch schon in den Startlöchern. Ja, und der Läufer hat auch nicht so, immer noch nicht so richtig viel zu tun. Ne? Ihr seht die unterschiedliche Qualität der Figuren. Das ist das Ausschlaggebende. Ja? Im Zusammenspiel natürlich mit dem schlechten König hier auch, der ist abgeschnitten und so weiter. Okay, Schwarz versucht den Turm zu tauschen. Aber wir sehen natürlich, weil der König abgeschnitten ist, jetzt droht zum Beispiel so ein Zug wie E7, E8 und so weiter. Also rettet Schwarz oder bewacht Schwarz das Feld E7. Und Weiß spielt Springer D6. Und der hat eine ziemlich
Ja, eine diabolische Falle sozusagen. Und naja, schwarz fiel drauf rein, wäre übertrieben. Weiß steht sowieso besser, ja? Keine Frage. Aber weiß kann hier die Partie quasi beenden. Und wenn man das sieht, ja, dann hat man sicherlich schon das Gefühl, es muss hier sich irgendwie um diesen Bauern drehen, dass dieser Bauer hier vielleicht vorrückt. Und ihr seht sicherlich, dass man jetzt hier vielleicht den Turm gegen den Läufer opfern kann. Und wenn der zurückschlüge, dann würde E6, E7 kommen. Und dann seht ihr einfach, der schwarze König ist ausgesperrt, ja? Die weißen Figuren arbeiten wunderbar zusammen. Der schwarze König kommt nicht ran. Und auch auf das Schlagen. Der Turm kommt auch nicht ran. Ja, auch dieses Feld ist ja sowieso immer bewacht. Und am Ende des Tages würde dann hier auch noch der Turm hier fallen. Okay, aber was passiert auf König F8? Und jetzt hängt ja der Turm und der König droht hier ranzukommen. Und hier könnt ihr den letzten Zug der Partie nochmal schauen, ob ihr den findet, ob ihr den auch spielen würdet. Jawohl. Ablenkung. Turm G8, Schach. Rettet sich, denn wenn der König jetzt hier schlüge, dann käme wieder dieses E6, E7 mit dem gleichen Prinzip, König abgeschnitten. Ne? Und hier wieder kann Schwarz nichts dagegen machen, dass hier alles verloren geht. Und deswegen hatte hier in der Stellung nach Turm G8, Schach, der Schwarze die Alina Kaschlinskaja aufgegeben. Wow, was eine tolle Partie. Und ja, so, ich glaube, so langsam, je öfter wir solche Partien mit diesem immer gleichen Motiv schauen, desto besser lernen und verstehen wir, die Stellung einzuschätzen und warum die immer so gut ist für Weiß. Ne? Also hoffe ich zumindest, dass es euch auch so geht wie mir. Und genau, deswegen, ja, vielleicht spiele ich doch wieder D4, um mal diese Königs-Indisch-Partien irgendwie zu spielen. Okay, Freunde, das war die Partie, aber jetzt kommen wir noch zur Auflösung der taktischen Partien vom am Anfang. Als erstes aus der Partie von Abdou Malik gegen Zongyi Tan ist Schwarz hier am Zug und Schwarz hat hier schon mächtig Druck auf den E4. Ne? Und auch, dass dieser Turm hier und die Dame sich gegenüberstehen, spielt sicherlich eine Rolle. In der Partie kam Springer E5, der war natürlich nicht schlecht, aber warum denn nicht Läufer G6? Und jetzt hängt doch hier einfach quasi ein Bauer. Denn der weiße Läufer kann den jetzt hier nicht so richtig decken, weil dann eben so ein Zug wie Springer D5 kommt und diese Festung hier ausnutzen kann. Schöner Bauergewinn für Schwarz, ja, und dann stehen wir immer noch gut. Ja, und ansonsten fällt hier quasi der E4. Und so oder so hätte Schwarz einen Bauern mehr. Natürlich ist das noch nicht endgültig entschieden, ja, ist ja klar. Aber so grundsätzlich. Mit Bauern mehr kann man schon mal arbeiten. Das war die Partie von oder die erste Stellung. Die zweite war von Kuneru Humpu. Genau. Und da schauen wir uns mal folgende Stellung an. Und wir hatten hier gerade gesagt, Weiß hatte hier einen Springer geopfert. Springer EG5. Lassen wir das Fragezeichen ist von der Engine. Und dann haben wir hier auf E6 diesen Turm geopfert. Mit diversen Ideen, dass dieser Läufer hier wirkt. Und Schwarz zog die Notbremse und versuchte Läufer F3 und diesen Springer hier, ja, dass der nicht auch noch am Angriff teilnehmen kann. Und ja, für den Fall, dass ihr das Video noch nicht angehalten habt, dann müsst ihr das jetzt mal eben schnell machen und mal überlegen, warum zeigt die Engine hier ein Matt in 20 an? Puh, was tun, sprach Zeus. In der Partie folgte Dame F3, der führte am Ende nur zum Remis. Viel, viel besser wäre Turm H6 gewesen. Ich bin mir sicher, dass Humpi Cunero diesen Zug natürlich gesehen hat. Aber in irgendeiner Abfolge innerhalb dieser 18 Züge muss sie irgendeine Verteidigung gesehen haben, die für Schwarz in ihrer Visualisierung gerettet hätte. Wahrscheinlich, also wenn ich jetzt gegen so einen 2-5er spielen würde, so ein Zug wie Turm H6 würde ich wahrscheinlich insofern sehen, weil ich mir sicher bin, ich drohe hier matt und auf das Schlagen. Dann folgt eben Dame G6 und dann sehen wir eine der Tricks, dass dieser Bauer gefesselt ist. Ich hätte hier mindestens ein Remis. Da würde ich gegen den 2-5er wahrscheinlich erstmal mitnehmen und dann kann ich immer noch gucken, geht vielleicht sogar mehr.
Und in dem Fall wäre sogar mehr gegangen, wenn der Läufer hier auf diese schöne Diagonale geht. Es droht dieses altbekannte, ich mache mal einen Nullzug, dieses altbekannte Mattmotiv, das wir hoffentlich auch aus meinem Video kennen, Mattbilder, König H8. Jetzt nach Läufer G6 ist eben der Punkt F7 gedeckt, sodass wir hier mit der Dame matt setzen können. So, das muss Schwarz abwehren. Das kann man mit F5 machen. Und jetzt ist wahrscheinlich irgendwo hier an der Stelle bei Humpi Kuneru irgendwas schiefgelaufen. Ja? Denn er hat wahrscheinlich in der Vorausberechnung natürlich Läufer F5 gesehen, aber dann Turm C6, dass dieser Zug Remis hält. Tatsächlich. Oder ja, dass wir jetzt hier wirklich nur noch. So, ist mir doch Lischetz abgestürzt. Wir waren dabei, dass Läufer F5 Turm C6 tatsächlich nur Remis ist. Aber, was man auch leicht übersehen kann, keine Frage ist, wenn wir hier erst dieses Schach geben und der König geht wieder in die Ecke, dass wir jetzt auf G6 schlagen können. Und es ist ja manchmal komischer, aber hier ist eben jetzt Turm C6 nicht möglich wegen König H7. Und auch alles andere ist schwierig, denn jetzt droht dieser Läufer hier auch noch über E6 hier Schach zu geben. Und der Turm kommt hier im Zweifelsfall rein. Wenn der schwarze Turm hier irgendwie die siebte Reihe verteidigt, dann kann eben der Turm über die achte reinkommen und Material gewinnen, ja, und so weiter und matt setzen. Und das alles in Gänze mit der Visualisierung, bestimmt nicht ganz einfach. Ja. Deswegen ist Humpi Kuneru sicherlich entschuldigt. Aber natürlich ärgerlich für sie. Keine Frage. Okay, das war die Partie da. Und als drittes Beispiel haben wir noch die Partie von wo sind wir? Da. Kosteniuk. Hier F7, F5 war der letzte Zug von Alexandra Kosteniuk, der Führenden in diesem Turnier. Und der erste Eindruck ist natürlich sofort, dass uiuiuiui, was ist denn mit dieser Diagonale hier? Ne? Und dann unser Eins denkt natürlich sofort an Turm E6 Geschichten und dann hier diesen Spieß vielleicht mit dem Läufer nach B3. Das wäre super. Unglücklicherweise steht hier eben dieser Turm und kann sich hier zurückopfern. Und ja, wer das Motiv aber gesehen hat, der wird aber vielleicht auf den Zug B2, B4 kommen. Denn jetzt hängt hier einfach auf C5 eine Figur. Und egal, was Schwarz macht, ob Schwarz hier auf B4 schlägt oder diesen Läufer wegzieht, was auch immer, jetzt ist eben dieser Turm von B8 nicht mehr auf B3 drauf. Und jetzt kann ich hier einfach die Figur gewinnen. Unglaublich. Und das hat Maria Musiczuk leider nicht gesehen. Sie stand immer noch gut, dann kam aber später noch ein Fehler und Alexandra Kosteniuk konnte sich wieder durch Verwicklungen und so weiter ins Remis retten, durch ein Qualitätsopfer und so weiter. Gut verteidigt, keine Frage, aber ja, das darf man hier durchaus schon mal sehen. Ja? Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Und genau, das waren so, deswegen, ihr seht so viel los in Runde 7. Wahnsinn. Und jetzt schauen wir uns aber nochmal eben die Ergebnisse und die Tabellen an von dieser siebten Runde. Hier seht ihr, komischerweise hat nur Nana Chagnitze gewonnen, obwohl ja, wirklich das Ungleichgewicht an vielen, vielen Brettern extrem hoch war. Und dadurch, dass nur Nana Chagnitze gewonnen hat, ist eben in der Tabelle der zweite, nämlich Chagnitze, etwas näher an Kosteniuk rangerückt. Ja? Jetzt von 1,5 Punkte Rückstand jetzt auf 1 Punkt Rückstand. Immer noch viel Holz, keine Frage. Ja? Der Rest war relativ unverändert, weil alles Remis gemacht ist. Ich kann euch sagen, dass das die Nara Wagner kommt immer besser rein. Hatte hier, war natürlich ein zäher Kampf und so weiter. Hinten raus sogar kleine Vorteile. Konnte die aber, weil der Gegner auch gut gespielt hat, ja, und so weiter, leider nicht verwerten. Aber ich bin mir sicher, Dinara, also Tendenz und der Trend geht nach oben, ja. Bleibt dran, Dinara, alles wird gut. Und so, ich blende das mal wieder aus. Alles klar. Ja, ihr seht, ich hoffe, es bleibt so spannend beim Women's Grand Prix Turnier in München, ja, mit viel Action und so weiter. Und wollen wir mal gucken, was morgen die achte Runde so ergibt. In dem Sinne sage ich, besten Dank fürs Zuschauen.
Bis morgen. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.